6. April 1897 ist das erste Tram von Altstetten auf Berne gefahren. Der Bau der Tramschiene ist von 1895 bis 1897 erfolgt und hat zusammen mit einer Kraftstation 660'000 Franken gekostet. Die Fahrzeit von Altstetten bis Berneck hat mit einem 6-minütigen Aufenthalt in Herbruck total 38 Minuten gedauert. Der Tramwagen war 5,6 Meter lang und 2,1 Meter breit gewesen. Er hat 24 Sitz- und 6 Stehplätze angeboten und war schon unterteilt in einen Raucher- und Nichtraucherabteil. Das Tram hat im Jahr 1899 total 430'375 Personen oder 1180 Passagiere im Tag befördert. Das Rathaus weist noch einen alten Anbau mit dem Feuerwehrdepot und Schulzimmer von der ehemaligen Sekundarschule auf. Die Endstation war beim heutigen Buswendeplatz, wo auch das Tramdepot gestanden ist. Dann ist die Fahrt wieder die Neugasse ab in Richtung Herbruck gegangen. Der Spruch «Unser Tram, glaubet mir, war immer eine schöne Zier. Für Kind, Kegel und allerhand war's praktisch sehr und interessant. Nun Glück auf in die neue Zeit, der Trolleybus steht schon bereit.» Hat dann 1940 die Umstellung auf den Trolleybusbetrieb eine neue Ära in unserem Verkehrswesen eingeleitet. Der Fahrleitungsbau ist mit einer Fahrleiterkonstruktion und Arbeitsplattform auf 4 Meter Höhe, Marke Eigenbau und mit Mobilleitern erfolgt. Das Ufer hat damals noch nicht kontrolliert. Für die Bevölkerung war der Bau aber ein Ereignis, das man nicht verpassen wollte. Im Jahr 1937 hat der damalige Direktor Storrer von der Rheintalischen Strassenbahnen, wie es damals geheissen haben, informiert, dass Gleis nach 40-jährigem Gebrauch stark abgefahren seien. Anstelle vom Tram soll ein Trolleybusbetrieb eingeführt werden und die Staatsstrasse verbreitert werden. Die Gemeinden haben für den Umbau respektable Beiträge und eine Zinsgarantie leisten müssen. Berneck hat die für die Gemeinde wichtige Abstimmung fast einstimmig angenommen. Am 24. September 1940 ist dann die erste offizielle Trolleybusfahrt Neugassufer erfolgt. Der Start vom Trolleybusbetrieb ist mit 5 Bus mit 1000 Volt Spannung erfolgt. Die Bus haben eine Länge von 10 Meter aufgewiesen und haben 36 Sitz und 24 Stehplätze, also 60 Plätze angeboten. Die Kapazität gegenüber dem Tram ist dadurch verdoppelt worden. Die Busse haben auch noch mit einem Anhänger, der für die Post ergänzt werden können.